Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. 2, hier beim letzten Part im Abenteuermodus, wenn ich den mal so nennen darf. Uns fehlen nämlich hier im Haupt- oder Story-Modus, wie auch immer man den nennen mag, nur noch drei Level, und zwar Stern 6, Stern 7 und Stern Schloss. Und die wollen wir uns dann heute noch angucken und so dann eben den Story-Modus abschließen. Let's go! So, erstmal Stern 6. Und die Challenges übrigens haben es heute nochmal ein bisschen mehr in sich, tatsächlich. Insgesamt habe ich heute 16 Sterne, die ich verteilen darf. Also wird ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. So, und die Challenge hier hat 4 Sterne. Das geht also noch eigentlich einigermaßen, aber ist trotzdem schon nicht so easy. Und im ganzen Level hier kommen überall Knochenfische vor. Das hier ist nämlich nochmal so ein Unterwasser-Castle, wenn man so will. Das ist dann auch gleich ein Scrolling-Abschnitt sein wird. Und ich glaube, die einzigen Gegner sogar, die hier in dem Level vorkommen, sind Knochenfische. Die kommen überall vor. Und mit den Knochenfischen hat auch das Level etwas zu tun. Und zwar müssen wir es nämlich schaffen, ohne Power-Ups auch erstmal zu spielen. Und kein einziger Knochenfisch in dem Level darf zerstört werden. Und das ist nicht einfach. Denn ihr wisst ja, wie die Knochenfische funktionieren. Die visieren euch ja an. Und wenn sie mich denn sehen würden. Und sobald sie dann gegen eine Wand oder auch gegen ein anderes Objekt, wie zum Beispiel auch gegen andere Knochenfische, seid ihr eigentlich blöd, knallen sollten. Jetzt aber. Dann wird das passieren. Zack. Dann werden sie einfach zerschellen und halt abkratzen. Und das darf euch niemals passieren. Kein einziger Knochenfisch darf hier abkratzen in dem Level, wenn ihr die Challenge spielt. Und das ist nicht so easy, weil es gibt hier mega, ultra viele von denen. Und da müsst ihr echt sehr, sehr gut aufpassen. Aber übrigens, eine ganz wichtige Sache. Ein Knochenfisch gilt nur dann als besiegt, wenn er auch wirklich eine Wand crasht. Wenn ihr zum Beispiel ihn außerhalb des Bildschirms befördert, wie den hier, dann ist er jetzt tatsächlich nicht gestorben. Der wird dann außerhalb des Bildschirms weiterleben. Und würde man irgendwie den Bildschirm respawnen können, was nicht geht, weil es ein Scrolling-Level ist, würde man es irgendwie schaffen können, dann würde der wiederkommen. Und deswegen, das ist erlaubt. Also, solange ein Knochenfisch nicht gegen eine Wand oder gegen einen anderen Knochenfisch oder gegen einen Block oder sowas schmettert, dann ist es in Ordnung. Wenn er außerhalb des Bildschirms eben gerät, wenn er halt keine Wand im Weg war, wenn er jetzt hier eben nach außen geraten sollte, dann ist es voll in Ordnung, weil er dann eben überleben wird. Aber er darf halt keine anderen Objekte berühren. Außerhalb des Bildschirms geraten, aber schon. Das ist erlaubt. Okay? Ist aber trotzdem nicht einfach. Weil es eben im ganzen verdammten Level diese blöden Knochenfische gibt und es halt schon auch viele Wände gibt. Es gibt zwar auch viele freie Stellen teilweise, wo man sie dann wirklich außerhalb des Bildschirms drängen kann, aber die hier zum Beispiel gar nicht, weil ich meine, hier ist es so eng, die werden, wenn es hier einmal unlockt und wenn die einmal rote Augen bekommen, dann werden die auf jeden Fall gegen eine Wand crashen, da können wir dann gar nichts anderes dagegen machen. Und deswegen, da ist dann auf jeden Fall schon sehr viel Vorsicht geboten. Was ich übrigens mal kurz erwähnen kann, was ich glaube ich in den Challenges noch gar nie erwähnt habe, wenn man Krone, wartet mal, ja, du bist im Weg. Ja, ich sag's gleich. Sehr schön. Wenn man Krone Leben haben sollte, sprich 1110 Leben, dann wird Mario seinen Hut verlieren. Zwar nicht bei allen Power-Ups, hier bei der Goldblume zum Beispiel nicht, und beim Tanuki auch nicht, aber bei der Feuerblume oder auch als normaler großer Mario oder auch als normaler kleiner Mario, wird er eben keinen Hut mehr aufhaben. Das habt ihr im Let's Challenge auch schon ständig sehen können, schon im allerersten Video zum Beispiel, weil ich da ja einen Spielstand genommen habe, wo ich schon Krone Leben hatte. Deswegen habt ihr es da ständig sehen können, dass eben, wenn ich die volle, perfekte Lebensanzahl hatte, eben 1110, dass dann Mario eben keine Kopfbedeckung mehr tragen wird. Und genauso ist es jetzt eben auch hier, weil es haben wir jetzt auch hier erreicht. Gilt wie gesagt nicht für alle Power-Ups, Tanuki und auch Goldblume ist eine Ausnahme. Aber bei den anderen Power-Ups dürfte es, glaube ich, bei allen anderen so sein. Also ja gut, ich glaube jetzt beim Maxi-Pilz auch nicht. Da wird er bestimmt auch den Hut haben, trotzdem, auch wenn man 1110 Leben hat. Und ich glaube aber, dass man als Mini-Mario, dass er da auch seinen Hut verlieren wird. Wenn man so viele Leben hat, oder? Ich glaube es sogar schon. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube es sogar eigentlich schon. Aber da kann ich mich jetzt auch täuschen. Hui, wahoo! Yay! Mario Time! So, noch zwei Level fehlen. Ha. Und zwar erstmal noch Stern 7. Und da hat die Challenge auch 4 Sterne. Sprich, die letzte wird dann 8 Sterne haben. Also die wird nochmal ziemlich hart werden. Aber erstmal zu der hier, die geht auch noch einigermaßen. Stern 7. Let's go! Und zwar wieder mal die klassischste Challenge überhaupt. Ein Speedrun. Und zwar mit 460 Sekunden Restzeit müsst ihr das Level hier abschließen. Und, ah, das ist ein Leben, cool. Und das war's auch schon. Und halt ohne Power-Up spielen und kein Checkpoint und sowas, ne? Und der Rest ist klar. Wie immer. Aber eben mit 460 Sekunden Restzeit das Level hier abschließen. Und das ist nicht einfach, natürlich wieder mal. Das Level hier ist so ähnlich wie das letzte normale Level aus der 6. Welt. Das war Level 6. Na, ich schau mal kurz nach, ich bin jetzt sicher, oder? Ja, schau mal kurz nach, was war das für ein Level? Das war Level 6, 5.
Und da gab es ja auch schon einen Speedrun. Da musste man es mit, ich glaube, 467 oder sowas, irgendeiner komischen Zahl abschließen. Keine Ahnung. Und das Level hier ist ebenso ähnlich. Aber hier ist die Zeitbegrenzung dann zwar freundlicher, könnte man meinen, weil war mal 7 Sekunden mehr als am anderen Level. Ja, aber das Level ist auch viel länger als das andere. Und deswegen ist schon trotzdem ziemlich fies, diese 460. Ist ziemlich eng bemessen. Mit 460 das zu schaffen, ich glaube, arg viel mehr geht nicht. Also 461 geht vielleicht noch so irgendwie, wenn man alles perfekt macht. Aber ich glaube, arg viel mehr ist da gar nicht mehr drin. Muss ich zugeben, als 461 oder 460 eben. Und dementsprechend ist schon wieder eng bemessen. Ah, hier ist eine Kranke, okay. Ist schon wieder eng bemessen. Ihr müsst auch wieder nahezu alles perfekt machen und das Level in- und auswendig lernen. Genau wissen, wann und wie und wo ihr eure Sprünge machen müsst und dann kommt ihr hier irgendwie durch. Und das ist übrigens ein bisschen ein kranker Bonusabschnitt hier, möchte ich mal meinen. Also ohne Tanuki ist es sogar ein bisschen schwierig, aber mit Tanuki geht's eigentlich. Also das ganze Spiel NSMB2 ist ja wirklich jetzt nicht so schwer, ne, finde ich. Also da gibt's wirklich andere Jump'n'Runs, die viel, viel schwieriger sind. Man nehme Donkey Kong Country, das sind viel, 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 viel schwierigere Spiele. Also Tropical Freeze Returns, als hier die NSMB ist. Aber auch die Donkey Kong Countries vom SNES waren auch schon schwieriger als Mario World, finde ich, jetzt mal das mal vergleicht. Von der Konsole her. Aber der Abstand wurde irgendwie, also der Abstand vom Schwierigkeitsgrad wurde irgendwie immer größer. Weil die Donkey Kong Spiele sind gleich schwer geblieben oder sogar schwieriger geworden teilweise, finde ich so irgendwie. Also Returns und Tropical Freeze sind schon echt total schwere Spiele, finde ich. Vor allem, wenn man da die Bonus, die K-Level halt, die sind halt richtig übertrieben. Und die NSMBs sind halt irgendwie, oder halt die Mario-Spiele im Allgemeinen sind halt immer einfacher geworden. Und die Donkey Kong-Spiele aber gar nicht unbedingt, finde ich. Naja. Ihr könnt zum Beispiel sehen, das meine ich eben damit, dass es halt hier solche Ähnlichkeiten gibt zu Level 6.5, zu dem letzten normalen Level aus Welt 6. Es gibt halt hier auch wieder solche Bowser-Statuen am Ende, die eben halt immer solche Flammen raushauen. Das gab es ja eben in Level 6.5 auch schon. Deswegen ist eben das Level hier so ein bisschen an das andere angelehnt, sag ich jetzt mal. Und das soll eben eine erschwerte Version davon darstellen. Mario Number One! Aber dennoch war das Level kein Problem, wir haben es ziemlich schnell geschafft. Und dann kommen wir auch schon zum allerletzten Level des Spiels. So, und zwar ist das Level oder Welt, Stern, Schloss. Los geht's. It's a go time. So, da hat die Challenge 8 Sterne. Haut ordentlich rein. Ist sehr, sehr schwierig. Ihr dürft keine Power-Ups benutzen. Und was ihr machen müsst, werde ich euch gleich verraten. Das Level ist so ähnlich aufgebaut wie auch das finale Schloss. Denn es gibt ja wieder die ähnliche oder die gleiche Mechanik, und zwar die Cooperlinge, aber diesmal etwas fieser. Die einen wieder versteinern wollen, wie wir hier sehen können. Aber ihr seid wieder mal sicher hier hinter diesen komischen Wänden da. Genau, oder auch zum Beispiel hier. Seid ihr auch safe und da müsst ihr eben immer drauf aufpassen, dass ihr euch da noch versteckt. Problem ist aber, dass die Challenge euch da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen wird. Die Challenge lautet nämlich, dass ihr euch hier in dem Abschnitt mit den Cooperlingen jedes Mal, wenn sie ihren komischen Blitzlaser abfeuern oder so von ihrer Clownsmaschine oder Clownskutsche, dass ihr euch jedes Mal versteinern lassen müsst. Ihr dürft euch also nie hinter einer Wand verstecken, während sie dann eben ihren Laser abfeuern. Wenn ihr sowas macht, habt ihr schon verloren. Ihr müsst euch jedes einzelne Mal versteinern lassen, wenn es geht. Oder was ist, wenn es geht? Ihr müsst euch jedes Mal versteinern lassen, eben, wenn sie das machen. Und dann, ja, ich wollte es mal kurz demonstrieren, aber es war jetzt ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, weil ich genau über der Lavaschlucht war. Das war jetzt nicht so cool. Und da könnt ihr eben sehen, das ist nicht so easy. Ihr könnt euch zwar eben aus der Versteinerung wieder befreien, das habe ich euch ja schon mal, ich mache mal wieder Tanuki schnell. Das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt, dass ihr da eben, wenn ihr die Knöpfe schnell durch die Gegend drückt, also sowohl A, B, X, Y als auch Steuerkreuz oder Schiebepad, wenn ihr euch schnell hin und her bewegt, so, dann könnt ihr euch auch so halbwegs schnell wieder befreien aus der Versteinerung. Aber dennoch ist es nicht gerade einfach, weil es gibt hier halt auch, das war jetzt sehr knapp, es gibt hier halt auch wenig sichere Plattformen. Es gibt halt, also es gibt quasi gar keine so ungefähr. Es gibt halt hier Donutblöcke, aber Donutblöcke zähle ich jetzt nicht gerade als sichere Plattform, ehrlich gesagt. Und deswegen sich hier wirklich jedes Mal versteinern lassen zu müssen, bei diesem Abschnitt hier, das hat es in sich. Das hat es in sich. Und das war es aber noch nicht für die Challenge, denn ich habe mir dann für den finalen Bosskampf nochmal extra etwas anderes, etwas Spezifisches, etwas Eigenes einfallen, jetzt muss ich in die Stacheln rein, etwas Eigenes einfallen lassen. Und was genau, das werde ich euch dann noch verraten, wenn es soweit ist. So, dann sind die hier erstmal weg und dann kommt erstmal kurz, glaube ich, der Checkpoint, genau. Und hier so ein kleiner Zwischenraum, hier in dem Raum müsst ihr nichts beachten, außer halt keine Power-Ups einsammeln und so weiter, aber und das ganze Standardgedöns halt ansonsten aber nichts Besonderes. Aber jetzt dann gleich im nächsten Abschnitt werden die Cooperlinge wieder zurück sein. Und auch dort gilt immer noch dieselbe Regel. Jedes Mal, wenn sie ihren komischen Blitzlaser da abfeuern, wie auch immer man das nennen mag, dann müsst ihr euch versteinern lassen, zwingend. So, und hier ist jetzt noch ein Schlangenblock-Abschnitt. Und hier ist es übrigens auch gar nicht mal so einfach. Nein, 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 nein. Das war zu knapp, ja. Hier ist übrigens auch gar nicht mal so einfach, überhaupt schon durchzukommen und auch jedes Mal immer eine schützende Wand zu finden und sich hinter der zu verstecken, ist hier auch tatsächlich gar nicht mal so einfach. In diesem Level hier, finde ich. Aber dann obendrein sich jedes Mal versteinern lassen zu müssen auf diesem Schlangenblock,
kann fies sein. Kann nicht nur fies sein, das ist es sogar auf jeden Fall. Definitiv. Aber wie gesagt, dann für den finalen Bosskampf selbst habe ich mir noch was anderes einfallen lassen. Beim eigentlichen finalen Bosskampf, gut, ich meine, jetzt habe ich schon ein bisschen das gespoilert, ne? Dass hier nochmal der finale Bosskampf so irgendwie kommen wird. Das habe ich schon so halb jetzt gespoilert gerade eben, ist aber egal, werden wir schon noch sehen. Auf jeden Fall beim eigentlichen Final Boss, jetzt habe ich es wieder vergessen irgendwie. Ja, das reicht jetzt aber aus, schnell. Okay, ihr könnt eben sehen, man kann sich schnell befreien teilweise. Okay, beim eigentlichen Final Boss... da war es ja so in dem Level, dass man da, glaube ich, nicht rennen durfte, ne? Genau. Und das galt ja dann eben, diese Regeln auch noch fortlaufend für den finalen Bosskampf gegen Bowser. Eigentlich enden die ja immer, die Challenges, sobald man die Boss-Tür, berührt haben oder halt durchschritten haben sollte. Aber da war das eben eine Ausnahme. Da galt es eben auch noch für den finalen Bowser-Kampf. Und hier wird die Challenge aber dann eine andere sein. Weil die Koopalinge kommen ja beim finalen Bosskampf dann gar nicht mehr vor. Also werden sie auch hier nicht. Und, ne, deswegen werden wir schon noch sehen. Nein! Ich dachte, die würden schon... Was ist das denn? Ich dachte, die würden schon abhauen. Oh, jetzt fällt ich hier noch. Was soll das denn, hey? Also, so schwierig ist es auch wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, die würden schon wieder abhauen. Die würden ihren Laser gar nicht mehr abfeuern können. Die hätten gar nicht mehr die Zeit dazu, aber doch hatten sie offenbar. Oh, Mann, wie nervig, hey. Also, so schwierig ist es eigentlich auch wieder nicht, das Level hier. Zwar jetzt mega einfach auch nicht, nee, aber da habe ich schon deutlich Schwierigeres gemeistert in meinem Leben als das hier. Ist nervig, aber ne. Was immer eine ganz coole Idee ist, was ihr gerade eben auch habt sehen können, was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass halt diese Wände, hinter denen man sich verstecken kann, oder vor denen man sich verstecken kann, um dann eben nicht versteinert zu werden, ich vergesse es immer wieder, das gibt's noch nicht, dass die halt immer schwieriger werden, sich da halt eben hinter denen zu verstecken, weil hier immer mehr Gefahren kommen, aber auch, weil halt einfach die Position von denen immer ekliger wird. Das kann man zum Beispiel jetzt dann, also jetzt werden die zum Beispiel schon verdammt schmal, aber dann gleich wird's sogar noch fieser. Nämlich bei, Moment, bei denen hier. Weil hier muss ich im richtigen Moment springen, um mich nicht versteinern zu lassen. Da habt ihr sogar ein bisschen einen Vorteil bei der Challenge, könnte man sagen. Weil ihr bei der Challenge, ihr könnt einfach halt unten auf dem Schlangenblock stehen bleiben. Und ihr müsst euch ja versteinern lassen. Deswegen, ihr habt da gar keine Probleme, dass ihr da irgendwie im richtigen Moment nach oben springen müsst oder sowas. Also das ist sogar ein Vorteil für euch, könnte man sagen. Aber dennoch ist nicht so easy. So. Okay. Und dann eben, wie gesagt, beim Boss selber... Beim finalen Bosskampf sage ich nochmal eine andere Regel, die ich dann euch gleich erzählen werde. So. Nochmal schöne Power-Ups. Ich nehme mal die Feuerblume noch ins Inventar. Oder halt hier normal und dann ein Tanuki ins Inventar. Das wollte ich sagen, genau. Obwohl einem aber eine Feuerblume tatsächlich rein gar nichts bringt, muss man zugeben. Warum genau, wenn wir... Ich meine, ja gut, so halb ist halt ein dritter Hit, den man... Oder halt ein zweiter Hit, den man einstecken kann. Aber dennoch, hier das Feuerbälle schmeißen bringt einem gar nichts. Denn wir kämpfen gegen Knochenbowser. Hallöchen, Knochenbowser. Er hat also irgendwie überlebt, er ist in die Lava gefallen, also überlebt so halb, ich meine, so wirklich lebendig ist er jetzt auch nicht mehr unbedingt. Nee. Und er wirft Knochen. Er hat immer noch dieselben Attacken wie auch zuvor. Sein einziger Vorteil ist aber, dass ihm Feuerbälle nichts mehr anhaben können. Deswegen meine ich eben, dass halt Feuerbälle einem hier nichts bringen. Der Tanuki bringt einem aber, glaube ich, auch nichts, ne? Ich will es mal kurz austesten. Ich glaube, eine Goldblume aber schon. Ich glaube, mit einer Goldblume kann man ihn töten, tatsächlich. Das würde, glaube ich, gehen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber Tanuki bringt hier auch nichts gegen ihn. Nee, aber Tanuki hat ja auch schon gegen den normalen Bowser nichts gebracht. Und gegen Knochenbowser hier erst recht nicht mehr. Okay. So, dann springen wir bitte. Genau. Dankeschön. Gut, und hier übrigens bei diesem Kampf, hier gegen den normalen Knochenbowser, sage ich jetzt mal, da müsst ihr auch gar nichts beachten. Da einfach ihn platt machen, völlig wurscht. Das passt alles. Aber jetzt dann gleich beim eigentlichen Bosskampf, sage ich mal, da gibt es eben nochmal eine Extra-Regel, die ihr einhalten müsst. Also wie gesagt, in der ersten Hälfte oder in den ersten 80% des Levels, da müsst ihr eben bei jedem einzelnen Mal, wenn die Koopalinge ihren Laser verschießen, euch versteinern lassen. Und dann hier beim finalen Bossabschnitt, da gibt es nochmal eine andere Regel. Es wird genauso ablaufen wie auch der eigentliche Bosskampf gegen Bowser. Und hier müsst ihr es schaffen, dass keine von den Plattformen, die jetzt dann gleich auftauchen werden, den oberen Bildschirmrand berühren. Das darf euch niemals passieren. Sobald eine Plattform den oberen Bildschirmrand berührt, dann habt ihr verloren und müsst nochmal von vorne starten. Checkpoints sind natürlich auch keine erlaubt. Es gibt sogar hier zwei Checkpoints in dem Level, aber ihr dürft keinen einzigen davon benutzen. So. Funktioniert aber immer noch genau gleich das Prinzip, er wird immer noch irgendwo zuschlagen. Und jetzt da rechts oben könnt ihr sehen, jetzt hätte ich schon verloren. Weil jetzt gerade eben hat eben da rechts oben eine Plattform den oberen Bildschirmrand berührt und das darf euch eben nicht passieren. Ihr müsst also immer versuchen, auf alle Plattformen schon möglichst früh raufzuspringen, weil sobald ihr einmal draufgestanden seid, werden die ja nach unten absinken. Und das muss euch eben gelingen, dass die niemals zu weit nach oben gehen und ihr dadurch dann verschissen habt. Das ist echt nicht einfach. Zum Beispiel jetzt schauen wir hier nach rechts oben. Jetzt hätte ich wieder verloren, weil die gerade eben den oberen Bildschirmrand berührt hat. Alles klar? Das darf euch niemals passieren. Gut.
Aber ansonsten läuft der Bosskampf, wie gesagt, eigentlich ganz genauso ab wie auch schon der eigentliche Bosskampf gegen Bowser. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, also seine Flammen sind blau. Das ist ein Unterschied, aber das hat sonst keine Auswirkungen, glaube ich. Auf jeden Fall noch ein anderer Unterschied ist, ich glaube, dass die Plattformen hier auch kleiner sind, tatsächlich, als beim eigentlichen Bosskampf gegen Bowser. Ich glaube, die waren da doppelt so groß oder so, wie jetzt hier. Und das mit den Flammen ist noch immer dasselbe. Auch hier im zweiten Abschnitt werden dann eben diese Statuen da normale Flammen nach draußen schießen. Und dann im dritten und letzten Abschnitt werden dann solche lila Flammen rauskommen, die euch dann eben auch noch verfolgen können. Ihr könnt auch hier wieder abkürzen, also das ist erlaubt bei der Challenge. Ihr dürft abkürzen, hier so wie ich auch, und schon vorher nach oben mit dem Wandsprung hingehen. Aber es darf halt eben trotzdem niemals passieren, dass eine von den Plattformen den oberen Bildschirmrand berührt. Das darf niemals passieren, ansonsten habt ihr verloren. Und das hat eben nochmal zum Abschluss 8 Sterne. Zwar jetzt nicht die vollen 10 oder so und auch nicht 9, aber 8 Sterne ist mehr als genug. Ich habe ziemlich lange dafür gebraucht. Liegt auch daran, dass das Level halt verdammt lang ist. Und der Abschnitt mit den Koopalingen ist echt nicht einfach, und dann hier noch gegen Bowser zu kämpfen. Währenddessen darauf zu achten, wo er immer hinschlägt. Und darauf zu achten, dass keine von den Plattformen den oberen Bildschirmrand berührt. Und darauf zu achten, dass ihr nicht in die Lava fallt. Und darauf zu achten, dass ihr nicht von einer Flamme verbrutzelt werdet. Gerade hier von den Lilanen, die euch verfolgen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig nochmal zum Ende hin. Und deswegen 8 Sterne wieder mal voll und ganz verdient, diese Challenge. Auf jeden Fall. Okay. Na, da haben wir es geschafft. Nochmal hier epische Musik zum Ende hin. Und da haben wir es geschafft und dürfen dann uns glücklich schätzen, dass wir den Story-Modus von New Super Mario Bros. 2 komplett abgeschlossen haben. Yay! Geschafft, Leute. So, jetzt hoffe ich dann, dass wir auch dann wirklich die 5 Sterne im Profil dann auch bekommen, dass ich jetzt nicht noch irgendwas vergessen habe. Yay, erstmal Party. Du hast alle Mondmünzen im Spiel gefunden. Yay. So, und jetzt dürfte es, glaube ich, auch so sein, dass jetzt alle, genau, jetzt sind alle Toadhäuser auch für immer und ewig verfügbar und werden nie mehr weggehen. Gut, dann möchte ich das Ganze ganz gerne mal schnell abspeichern. Ja. So. Und dann wollen wir kurz nachgucken, ob ich jetzt die 5 Sterne habe. Ich hoffe doch, wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd, weil ich dann nicht wüsste, was mir noch fehlt. Weil ich habe ja alles andere gemacht, eigentlich. Ich hatte jetzt am Ende nicht mehr Krone Leben, das stimmt natürlich. Und wir haben nur 3 Sterne, echt? Sie glitzern zwar dafür, aber wir haben nur 3 Sterne. Wo kommen denn die anderen noch her? Das weiß ich gar nicht genau, muss ich zugeben. Da muss ich mal noch informieren dann, weil ich will auf jeden Fall schon die 5 Sterne auch im Profilmenü haben. Was muss ich denn da noch machen dafür? Mehr Münzen sammeln? Noch? Vielleicht? Es kann sogar sein, dass ich mehr Münzen sammeln muss. Ich weiß aber nicht genau. Aber es wäre auch komisch, weil die Münzen, können wir rechts unten ja sehen, werden ja spielstandübergreifend gezählt. Und ich habe ja alles andere gemacht. Also, habe ich noch irgendein Schild vergessen? Nee, ich habe alle Schilder auch bezahlt. Weil ich habe ja auch keine Starcoins mehr übrig. Ich habe die ja alle ausgegeben. Und die Mondmünzen kann man nicht ausgeben für irgendwas. Die hat man halt einfach. Und die bringen einem aber ansonsten nichts. Hm. Das ist ja komisch. Okay. Dann werde ich jetzt mal kurz einen Schnitt machen. Und mich kurz offscreen informieren, wofür ich denn, oder was ich denn noch machen muss für den 4. und 5. Stern. Weil ich will die schon noch haben. Und das werden wir dann gleich noch sehen. Ich weiß es, wie gesagt, selber jetzt gar nicht genau. Merkt ihr ja auch. Das werde ich noch kurz herausfinden. Habe ich einen Secret Exit verpasst irgendwo? Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe doch alle gefunden, oder nicht? Ich meine, das wäre vielleicht noch eine Erklärung, dass ich da einen verpasst habe. Ich wüsste nicht, wo. Hm, keine Ahnung. Ich werde mal kurz eben, schnell einen Schnitt machen, wie gesagt, nochmal nachschauen, ob ich da jetzt noch irgendwo dann hier etwas finden kann. Oder ich werde halt dann im Internet nachgucken, was man denn machen muss für 4 und 5. Und dann werden wir es dann gleich wiedersehen, wenn ich dann hoffentlich da eine Lösung gefunden habe, werden auch wirklich alle 5 Strahlensterne sehen dürfen. Okay, also dann bis gleich. Okay, ich bin verwirrt. Du hast alle Level im Spiel geschafft. So, erstmal ein paar interessante Sachen.
wir sehen, man kann auch als Luigi spielen. Das wusste ich gerade, das habe ich gerade selber herausgefunden. Das wusste ich gerade, dass das überhaupt geht. Das hätte ich ansonsten schon häufiger mal gemacht. Aber ich kann es jetzt wenigstens am Ende noch zeigen. Ich kann vielleicht ihn den Münzrauschmodus spielen lassen. Oder geht, das geht wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr mit Luigi spielen wollt, müsst ihr das Spiel durchgespielt haben. Also ich glaube, Bowser besiegt haben, halt in Welt 6. Und dann müsst ihr, bevor ihr euren Spielstand auswählt, L und R gedrückt halten. Und dann halt mit A bestätigen und dann könnt ihr Luigi spielen. Wundert mich, dass es geklappt hat, weil bei mir klappen ja L und R-Knopf irgendwie nicht mehr so ganz gut, aber es hat funktioniert. Man kann dann hier eben noch als Luigi spielen. Ganz cool. Ich habe jetzt auch Krone bekommen, deswegen hat er jetzt eben keinen Hut mehr. Und das war noch eine Bedingung für den vierten Stern oder fünften, je nachdem, wie man zählt. Ich glaube sogar für den fünften wohl eher, dass man da eben Krone haben muss. Habe ich jetzt, deswegen speichere ich jetzt nochmal schnell. So. Und es ist sehr interessant, denn hier beim Goldschiff hat mir noch der normale Exit gefehlt, denn dann komme ich hier noch normal nach unten. Und das finde ich jetzt ein bisschen seltsam, weil den normalen Exit habe ich genommen. Das war nämlich sogar in dem sehr, sehr witzigen Part, wo ich dann den Schnitt angeblich vergessen hatte und euch dann diese total blöden, sinnlosen Texte dahin geklatscht habe. Also ich habe den normalen Exit auf jeden Fall genommen. Aber ich weiß nicht genau, wurde der nicht gezählt, weil ich da das Level halt mit 55 beendet hatte? Aber habe ich doch ansonsten auch immer. Warum hat es nicht gezählt, der Weg da? Irgendwo wird dann der Weg nach unten da offenbar nicht frei. Und deswegen habe ich da den nie bekommen, ja, also diesen Weg, diesen blöden Weg hier habe ich nie bekommen, obwohl ich den normalen Exit eigentlich genommen hatte davor, in Part, weiß ich nicht mehr, 18 oder irgendwie sowas um den Dreh rum, keine Ahnung, oder 17 irgendwie so, keine Ahnung, ich habe den genommen, habe ich auf Video den Beweis, ne, also ich habe keine Ahnung, was es soll, aber der Weg hier wurde nie freigeschaltet für mich, deswegen habe der jetzt noch gefehlt. Ja, und das war dann Stern 4 und Stern 5 ist eben Krone und jetzt dürften wir es haben. Wir schauen mal kurz nach. Yay, 5 Sterne und sie glitzern auch. Und das habe ich dann auch nachgeschaut. Die Sterne glitzern dann, wenn ihr niemals so einen weißen Tanuki benutzt. Die weißen Tanukis tauchen ja teilweise auf. Das haben wir, glaube ich, in Let's Play kein einziges Mal gesehen. Aber bei den Challengers haben wir das sehr, sehr häufig gesehen bei dem Spielstand hier. Deswegen glitzern die auch nicht, weil ich den da mal spaßeshalber benutzt habe. Und auf jeden Fall, den dürft ihr niemals benutzen, diesen weißen Tanuki-Block. Da kommt dann eben halt ein Tanuki raus und das ist gleichzeitig Tanuki und Stern. Also ist, das hält auch unendlich lange an. Und ihr dürft eben in Gegner reinrennen, wie ihr wollt. Ihr werdet alle besiegen. Ihr seid immer noch nicht verwundbar gegen Lava oder Schluchten oder sowas, aber ansonsten seid ihr mit dem weißen Tanuki da ziemlich OP und den dürft ihr eben nie benutzen und dann werden eure Sterne hier so schön glitzern wie bei diesem Spielstand hier. Also jetzt haben wir wirklich dann hier im Story-Modus alles gemacht, was irgendwie ging, die vollen, totalen 100%, alles super. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich also sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play New Super Mario Bros. 2. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich morgen wieder einschalten, wenn es dann noch weitergehen wird. Es gibt, glaube ich, eben noch 13 weitere Parts von diesem Let's Play. Also schon noch einige. Denn wir werden eben noch den Münzrauschmodus spielen. Und wie genau der funktionieren wird, das werde ich dann morgen eben im ersten Part davon etwas genauer erklären. Morgen im ersten Part werden wir dann die ersten 3 Pakete gleich alle auf einmal spielen. Und zwar eben den Pilz. Oder das Pilzpaket, das Blumenpaket und das Sternpaket. Wie genau das funktioniert, werde ich dann eben, wie gesagt, noch etwas genauer euch dann erklären. Und dann in den darauf folgenden Parts, bei den darauf folgenden Tagen, werden wir dann jeweils nur noch ein einziges Paket pro Part spielen. Da werden dann die Parts auch ein bisschen kürzer, pro Paket sind es immer 3 Level. Aber da werden wir uns dann eben noch die ganzen DLC-Pakete anschauen. Weil es gibt hier eben, ich glaube, 12 DLC-Pakete, die man sich runterladen konnte. Die habe ich auch alle. Und die werden wir dann eben uns noch genauer angucken. Und da kann ich euch übrigens schon mal versprechen, dass einige von diesen DLC-Leveln, die da hinzugekommen sind, es ganz schön in sich haben. Vor allem das letzte DLC-Paket, das ist absurd schwierig. Und da, die Level daraus, die werden ein bisschen krank. Also da bin ich schon gespannt, wie ich mich da anstellen werde. Aber noch eine kurze Info zu den DLC-Leveln. Hier habe ich mir übrigens keine Challenges ausgedacht. Das hat einen bestimmten Grund, den werde ich dann morgen noch etwas genauer eben im Münzrauschmodus erklären. Also 13 Parts eben, glaube ich, dürften noch kommen. Also schon noch einiges. Wir sind noch lange nicht durch hier mit NSMB2. Und morgen wird es dann eben weitergehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.